ist unser Tag, das ist unser Spiel, das ist unser Leben. Ich bin gespannt, ob Thorsten die Frage ihm jetzt stellt nach seiner Schnelligkeit. Er hat, glaube ich, an einem Wettbewerb teilgenommen letzte Saison und war der schnellste Mann auf dem Eis. Bleibt bei den Saale Bulls. Februar 1981, 21, Benjamin! Benjamin, so sieht man sich mal wieder. Also, 27 Jahre jung ist er, die meisten kennen ihn klar schon aus der letzten Saison. Er ist noch ledig übrigens für die Damenwelt, wurde übrigens in der Lausitz geboren, ganz genau in Bad Muskau. Benjamin hat 28 Tore in der letzten Saison erzielt, 21 Mal war er auch der Torassist. Gute Qualitäten hat er sowieso, er passt auch menschlich in die Welt. Ich kenne ihn auch persönlich. Und jetzt natürlich die Frage, Benjamin, er sagt es ja gerade, Marc, also du bist so der... Ja, ein ganz schneller. Da hättest du früher auch Leichtathlet werden können. Aber ein Weißwasser gab es nichts anderes aus Eisack. Also eindeutige Antwort und eigentlich sind wir dann als Eishockey-Fans auch froh, dass du mittlerweile Eishockey spielst. Ja, und diesmal soll es dann ohne Zittern in die Playoffs gehen, oder? Ich hoffe schon, das ist das große Ziel von uns und ich denke, wenn alles klappt, können wir das erreichen. Wir wollen es sehr und wünschen es euch sehr. Herzlichen Dank, Benjamin. Geburtstag ist allerdings, müssen wir gucken, naja, ein paar Tage älter als Robby. Auch schon fast Urgestein bei den Saale Bulls. Willkommen auf der Bühne, die 22, Martin! Hier sind wir. Das. Ich kann es euch verraten, also Martin... Ich habe immer wieder versucht, auch vor der Kamera mit ihm zu sprechen. Da habe ich ganz, ganz wenig Chancen, weil er auch nicht der ist, der unbedingt dann reden möchte. Ich versuche es heute noch einmal. Also Martin Miklik ist ja klar, ein Stürmer aus der Slowakei, hat in der vergangenen Saison 35 Tore erzielt, 24 Mal auch als Assist tätig und hat einen hammerharten Schuss und ein gutes Auge. Ja, wo nimmt der Martin so immer diesen Torinstinkt her? Jetzt bin ich gespannt. Ich auch. Martin, aber diese Saison hast du welches Ziel, mehr als 35 Tore zu erzielen? Naja, probieren das. Ne? Das ist eindeutig, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Danke! 1979 bleibt auch bei den Saale Bulls quasi letzte Saison schon mit dabei. Diese Saison 2008, 2009 geht es auch richtig nach vorn. Hier ist im Sturm der Saale Bulls die 41, Steffen! Also 29 Jahre ist er, kommt aus der Lausitz, hat ja natürlich in der vergangenen Saison schon hier gespielt, ihr wisst das, auch ein richtig guter Stürmer, ich glaube 12 Tore waren es dann in der letzten Saison, 21 Mal auch als Assist und arbeitet in einem Spiel auch unglaublich viel, das haben wir gesehen. Mittlerweile hast du dich aber richtig gut eingelebt hier in Halle und Heimweh so in die Richtung Lausitz, eigentlich gar nicht mehr, oder? Nein, da gibt es kein Heimweh. Das freut uns als Hallenser natürlich ganz besonders. Ja, in welchem Stadtteil wohnst du eigentlich in Halle? Neustadt. Neustadt, ja. Also, ich hoffe, dass wir auch in dieser Saison mit Stefan viel, viel Freude haben. Danke. 50, Damian! So, also der junge Mann, 18 Jahre, erst jung, muss man ja sagen, Spieler mit Förderlizenz, ist aus Wolfsburg gekommen, im letzten Jahr DNL, auch gespielt in Krefeld, soll sich nun beim ESC entwickeln, wenn ich das so richtig vom Verein gehört habe, glaubt, und ich glaube auch, du bist U20-Nationalspieler? Nein. Sondern? Gar keiner mehr. Gut, dann ist mir das falsch übermittelt worden. Dann wünschen wir dir das so schnell wie möglich. Aber wie gesagt, in einer Entwicklung, einer sportlichen, ist da ja auch eine ganze Menge möglich. Warum bist du dann jetzt zum ESC gewechselt? Das wollen wir jetzt von dir wissen.
Naja, also ich will mich in der Oberliga durchsetzen und dann hat Wolfsburg mir halt einen Verein ausgesucht und das war dann Halle. Ja, super. Dann alles Gute dafür. Danke dir. Gute Wahl. Zwei haben wir aber noch, die müssen noch auf... Uwe Liebetau, also auch ihn kennt man, das ist also ja die gute Seele der Mannschaft über so viele Jahre mittlerweile. Man sieht ihn immer nur im Hintergrund arbeiten. Ja, wie ist das so in deiner Funktion? Das interessiert mich mal so, wie ist man da hinter den Kulissen in der Kabine, gerade nach Niederlagen? Bist du dann auch mal so derjenige, der die Jungs dann wieder aufbaut? Und es kommt drauf an, welche Stimmung vorhanden ist, aber den einen oder anderen kann man schon mal zu gut reiten und vielleicht auch mal ein bisschen aufbauen. Dein Eishockey-Herz ist unglaublich groß, das wissen wir, du bist ja so lange beim ESC schon. Ja, was hält dich hier unverändert, was begeistert dich auch hier bei diesem Verein? Naja, ich bin seit 69 hier in der Eishalle, habe hier angefangen Eishockey zu spielen mit 14 Jahren. Und das prägt natürlich. Ich habe ja mein Herz an den Eishockey-Sport schon als Kind verloren. Ich habe den Dream of the Fontaine Eishockey gespielt, aber den ja weitergemacht. Und ich kann mir eigentlich gar nicht anderes vorstellen, als in Halle zu spielen und zu bleiben. Und natürlich auch die Mannschaften zu trainieren, die ich dann habe. Verein natürlich auch mitgeht. Ja, und es war auch damals, muss ich einfach mal sagen, nicht nur für den Verein, für uns alle, für die Fans, ein bisschen schmerzhaft, als er dann gegangen ist. Aber so geht's drin, das ist wie im Militär. Es sind wir ein Jahr dort, zwei Jahre dort, also es ist hier also eigentlich Eishockey-Job. Und hat dann eigentlich das Herz wieder entschieden, dass dann ja, der Herr Haslav Stachny gesagt hat, ich gehe gerne nach Halle zurück, oder was war da der Grund? Also Herz war ein Teil, aber ich bin Profitrainer, von daher hat auch hier die finanzielle Seite eine Rolle gespielt, klar. Das ist ein sehr ehrlicher Mensch, oder? Es gab ja nun ja, einen absoluten...